So, guten Tag, meine Damen und Herren. Es ist 15.20 Uhr. Wir waren das letzte Mal stehen geblieben. Wir haben das letzte Mal begonnen damit, verzeigerte Datenstrukturen uns anzuschauen. Ich darf um Ruhe bitten. Wir haben uns das letzte Mal begonnen, die einfachste Form von verzweigerter Datenstruktur anzuschauen, nämlich lineare Liste, verzweigerte Liste, Englisch Linked List. Wir haben uns angeschaut, wie sowas prinzipiell aussieht. Die Bilder können Ihnen vielleicht bekannt vorkommen. Das ist das Bildungsprinzip. Wir haben uns angeschaut, wie man durch eine Liste durchgeht. Entweder durch alle Elemente der Liste, weil man mit allen Elementen der Liste etwas machen will, oder bis zu einem bestimmten Element, das man sucht, und dann nur durch alle Elemente, wenn dieses Element, das man sucht, nicht enthalten ist. Wir haben uns schon Einfügen und Löschen angeschaut, genau diesen Foliensatz, den ich hier nochmal aufgelegt habe. Was aber noch fehlt, ist, dass wir mal kurz durchgehen, wie man so etwas wie Einfügen und Löschen in Java implementieren könnte, wie so etwas prinzipiell aussieht. Nur noch mal ganz zur Erinnerung, wie sieht Einführen aus? Sie müssen ein neues Element erstmal kreieren, dort den Schlüsselwert reinschreiben, den Sie einfügen möchten. Dann ganz wichtig die Reihenfolge, erst von dem neuen Element den Next Pointer auf den bisherigen Kopf der Liste, wenn Sie vorne einfügen wollen. Und dann erst Head auf das neue Element umbiegen. Auf diese einfache Art haben Sie die Liste ganz vorne an Position 0 um ein neues Element mit neuem Schlüsselwert erweitert. Oder Alternative, Sie wollen irgendwo anders, zum Beispiel einer bestimmten vorgegebenen Position mittendrin oder gegen Ende einfügen, dann müssen Sie wieder dasselbe machen im Prinzip, außer dass Sie erstmal zu dieser Position hin müssen. Sie müssen mit Ihrem Laufindex, mit Ihrem Laufpointer unmittelbar vor diese Position kommen, auf das Element. Und jetzt können Sie wieder dasselbe machen oder analog. Element kreieren, Schlüsselwert setzen, den Next-Pointer auf das nächste Element danach und dann vom vorhergehenden Element den Next-Pointer auf das neue Element. Und das geht, weil ich hier mit dem Laufpointer stehen geblieben bin, sodass ich also alles, was ich hier umgebogen habe, in der Hand habe, über P direkt oder indirekt ansprechen kann. Und ganz am Ende haben wir festgestellt, brauchen wir keine Fallunterscheidung. Wir brauchen eine Fallunterscheidung für den Anfang, weil wir da eben kein vorhergehendes Element haben, wo wir mit dem Laufpointer hinkommen wollen. Aber wir brauchen keine Fallunterscheidung am Ende. Wenn wir dieselben Operationen wie jetzt für irgendwo mittendrin am Ende genauso machen, dann passiert genau das, was passieren soll. So, das haben wir beim letzten Mal. Jetzt müssen wir uns mal ansehen, wie das in Java aussieht. Warten Sie mal, wie mache ich das am besten? Ich glaube, die beste Idee, um das genau passend zu vergrößern, ist erst einmal die Schriftgröße ein bisschen zu vergrößern. Vielleicht sogar auf 16 Punkte. Haben wir nicht 16 Punkte? 18 Punkte, okay. Passt gerade so noch drauf. So, das ist eine Methode zum Einfügen, die ich jetzt Englisch Insert genannt habe. Und zwar eine Methode, wo Sie einen Schlüsselwert, hier Key, einfügen wollen. Und zwar an einer gewissen Position. Position 0 ist unmittelbar vor dem ersten Element, so am Anfang, wie wir das eben im Spezialfall zuerst gesehen haben. Position 357 heißt unmittelbar nach dem 357. Element. Eigentlich müsste man hier noch eine ganze Menge mehr machen. Und wenn Sie sich die entsprechenden Methoden in Java Util von Klasse LinkedList anschauen, sehen Sie, dass da auch mehr passiert, nämlich dass unter gewissen Umständen Exceptions geworfen werden. Da sparen wir uns hier alles. Uns interessiert ja der algorithmische Kern und nicht das alles drumherum, was man eigentlich noch machen müsste, um wirklich sicheren, robusten Code zu haben. So, was passiert hier?
genau das, was ich eben mündlich anhand der Zeichnung, der Skizzen gesagt habe. Erster Schritt, in jedem Fall ein neues Element einrichten, ein neues Objekt vom Listenelement-Typ und den Schlüsselwert, den ich einfügen will, dann in diesem neuen Element in dem entsprechenden Attribut speichern. So, jetzt kommt die Fallunterscheidung, falls die angegebene Position 0 ist. Also wir prüfen hier jetzt nicht nach, ob der Positionswert sinnvoll ist. Ja, also eigentlich müsste man hier an dieser Stelle noch prüfen, dass der Positionswert nicht negativ ist. Das lassen wir jetzt hier. Wir gehen davon aus, dass das nicht der Fall ist. So, wenn der Positionswert 0 ist, passieren genau die zwei Operationen, die Sie in den Skizzen gesehen haben. Zuerst wird von diesem neuen Element der NextPointer auf das bisherige erste Element umgebogen. Diese beiden Zeilen, die angezeigte und die nächste, sind genau die beiden Zeilen, die Sie eben in den Folien gesehen haben, können Sie eins zu eins vergleichen. Und danach im zweiten Schritt wird dann der Kopf der Liste auf das neue Listenelement umgebogen. Und weil wir in diesem Fall, im Fall Position gleich 0, mit diesen beiden Operationen fertig sind, gehen wir aus der Methode gleich raus. Return true, weil die Semantik, die ich dieser Implementation gebe, nicht ganz konform zu dem, was Sie in der Java-Standardbibliothek finden. Aber in dieser Implementation ist die Semantik, Rückgabetyp ist true, wenn tatsächlich eine Einfügung passiert ist, weil die Position einen vernünftigen Wert hat. So, und weil wir im if-Teil auf jeden Fall mit return rausgehen, brauchen wir auch kein else für den zweiten Fall, sondern hier kommen wir auf jeden Fall nur hin, wenn die Position nicht 0 ist. Das hier kennen Sie vom letzten Mal. Das ist die Durchlaufschleife, wie sie immer aussieht, Element für Element. Damit hatten wir uns beim letzten Mal intensiv auseinandergesetzt. Also wir richten erst diesen neuen Laufpointer ein, setzen den auf den Anfang der Liste. Fortsetzungsbedingung ist, dass wir noch nicht übers Ende der Liste hinausgelaufen sind. Übers Ende der Liste hinausgelaufen heißt halt, wir sind über Next, 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 Next auf den Wert 0 gekommen, als symbolisches Zeichen dafür, dass P nicht mehr auf ein Objekt in dieser Liste verweist. Und der Fortsetzungsschritt ist immer 1 weiterzugehen, so wie wir das beim letzten Mal anhand der verschiedenen Zugriffsmethoden gesehen haben. Nichts Neues in dieser Zeile. So. Jetzt muss man ein bisschen hier, die grundlegende Logik ist die, schauen Sie hier und hier, in jeder Iteration zählen wir den Positionswert, den die Methode bekommen hat, um 1 runter. Und da muss man genau gucken, ich hoffe, das ist mir hier gelungen. Bis jetzt hat sich noch niemand beschwert, dass ich das falsch hier implementiert hätte im Laufe der letzten Jahre. Muss man genau gucken, wie weit muss man runterzählen, damit genau die Situation am Ende entsteht, die Sie in der Skizze gesehen haben, nämlich dass P unmittelbar vor der Stelle zu Ende stehen bleibt, vor der eingefügt werden soll. Ja, das kann man sich ja vorstellen. Nehmen wir mal an, die Position, wie sie gegeben wurde, ist genau 1, das heißt hinter das erste Element, dann darf also Position, dann ist es also richtig, dass im allerersten Fall, ohne dass von der ersten Position aus weitergegangen wird, dann die Operation zum Einfügen passieren. Das heißt also, sowas kann man sich immer klar machen, am allerersten Fall, nehmen wir an, Position wäre 1, dann ist dieser Code richtig. Und für jede weitere Position ist dann dieser Code genauso richtig, weil wir für jede weitere Position eine Iteration durchlaufen. So, und wenn wir dahin gekommen sind, dann passiert wieder analog dasselbe. Hier
Tempt, was wir auf den Folien gesehen haben. Vom neuen Element, der Next Pointer wird hinter die Position von P gesetzt und von P, der Next Pointer wird auf das neue Element gesetzt, auch wieder Return, weil wir fertig sind und True, weil wir ein neues Element eingefügt haben. So, jetzt kann es aber passieren, dass wir irgendwann hier über das Ende hinausgelaufen sind und Position niemals 1 geworden ist. Wie gesagt, den Fall, dass die übergebene Position negativ ist, lassen wir hier aus. Das heißt also, die übergebene Position muss zu groß gewesen sein, größer als die größte Position, hinter der wir etwas in der Liste anhängen können. Und in dem Fall, diese Semantik habe ich dieser Implementation gegeben. In dem Fall soll nichts passieren, soll kein neues Element eingefügt werden, weil die Position, an der eingefügt werden soll, nicht existiert. Und in dem Fall kommen wir hier aus der Schleife raus, an diese Stelle und geben false zurück, um anzudeuten, dass eben nichts eingefügt worden ist, weil die Position nicht klappt. Damit haben wir das Einfügen in eine lineare Liste vollständig abgearbeitet. Gibt es ganz spontan an dieser Stelle Fragen? Gut, dann können wir zur umgekehrten Operation kommen, dem Löschen. Das war sehr viel einfacher als das Einfügen. Wenn wir das allererste Element löschen wollen, dann machen wir es einfach mit dieser einen Operation und sind fertig. Vorausgesetzt natürlich, das erste Element existiert überhaupt. Wenn die Liste in diesem Moment leer ist, das sollten wir besser vorher abfangen, dass die Liste nicht leer ist, dann soll natürlich nichts gelöscht werden. Und falls wir ein Element hier irgendwo in der Mitte löschen wollen, dieses, müssen wir genau dasselbe wieder machen oder sehr analog mit unserem Laufpointer, den ich immer klein p nenne, hätte ich auch anders nennen können, hat sich aber so eingebürgert, nicht nur bei mir, mit diesem Laufpointer bis zum Element, das davor ist, bis zu dieser Stelle kommen, nicht auf das Element, das wir löschen wollen, sondern eins davor, sodass wir dann diesen Pointer hier in der Hand haben und den genauso hier, mit dem genauso hier das zu löschende Element überbrücken und damit auskoppeln aus der Liste. Und das hatte ich beim letzten Mal gesagt, irgendwann wird der Garbage Collector dann diesen reservierten Speicherplatz, den wir hier nicht mehr von unserem Programm aus erreichen können, dann wieder entrümpeln. Das heißt, dafür sorgen, dass dieser Speicherplatz nicht mehr reserviert ist. Und schauen wir uns jetzt an, wie das im Programm aussieht. Sie sehen schon, es ist ein bisschen kürzer. Wir wollen einen bestimmten Schlüsselwert löschen. Es kann jetzt mehrere Vorkommen dieses Schlüsselworts in der Liste geben. Ja, beim Einfügen wird ja nicht geprüft. Die Methode Einfügen, die ich hier implementiert habe eben, die prüft ja überhaupt nicht ab, ob dieser Schlüsselwert, den ich einfügen will, schon mal drin war. Hätte man auch machen können, wenn man jeden Schlüsselwert nur einmal drin haben will. Aber in dieser Form, für die ich mich hier entschieden habe, wird das nicht abgeprüft. Also kann es sein, dass auch dieser zu löschende Schlüsselwert möglicherweise mehrfach drin ist. Die Semantik, die ich diesem Methode remove hier gegeben habe, ist die, dass nur ein Vorkommen dieses Schlüsselwortes gelöscht wird, und zwar das allererste in der Reihenfolge in der Liste. So, ich hatte das eben gesagt, wir müssen höllisch aufpassen mit allem Weiteren, was hier kommt. Das funktioniert alles nicht, wenn die Liste leer ist. Wenn die Liste leer ist, können wir nichts löschen, also liefern wir false zurück, um anzuzeigen, wir haben nichts gelöscht, weil es nicht drin war. Jetzt kommen wir in den ersten Fall hinein und testen ab, ob das zu löschende Element, der zu löschende Schlüssel, ob der im allerersten Listenelement drin ist.
beachten Sie hier nochmal, ich habe jetzt hier in Kommentar dazu geschrieben, die andere Möglichkeit, wie man auf Gleichheit testen kann. Sie erinnern sich vom letzten Mal, entweder Sie testen auf Gleichheit des Objektes, hier testen Sie darauf, dass die beiden Schlüsselwerte, die Sie hier vergleichen, exakt dasselbe Objekt im Speicherplatz sind, zwei verschiedene Verweise auf dasselbe Objekt sind. Das kann in manchen Situationen die sinnvolle Art sein, zu testen. Ich denke, in der Mehrzahl der Fälle ist diese etwas kompliziertere Variante die sinnvolle Art, zwei Schlüsselwerte auf Gleichheit zu testen, nämlich die Werte auf Gleichheit zu testen. Das hatten wir beim letzten Mal gesehen, dass es da eine Methode equals gibt, die von der absolut obersten Oberklasse Java Long Object an alle Klassen, die Sie schreiben oder die Sie verwenden, vererbt ist, beziehungsweise typischerweise überschrieben wird. Und dann wird auf den Wert getestet. Beispielsweise Test zweier Strings wird fast immer bedeuten, man will nicht testen, ob das jetzt dasselbe Stringobjekt ist, sondern man will testen, ob die beiden Strings denselben Inhalt haben. Beachten Sie hier, allein an dieser Zeile schon, genau an dieser Stelle schon, ist es essentiell wichtig, dass wir vorher getestet haben, dass die Liste nicht leer ist. Denn wenn die Liste leer wäre, wenn also had den symbolischen Wort 0 hätte, dann würde hier das Programm schon abbrechen, beziehungsweise genauer gesagt, das wissen Sie aus der FOP, es würde eine Exception geworfen werden. Wie heißt die Exception? Null-Pointer-Exception, nicht? Die da geworfen würde und die hier, so wie es aussieht, nicht abgefangen wird. Also das Programm würde dann würde dann terminieren. So, wenn der vordere Schlüsselwert der richtige ist, dann passiert das, was ich gesagt habe. Das erste Element wird überbrückt und damit sind wir fertig. Das heißt Return und Return True, um anzuzeigen, dass wir ein Element tatsächlich gelöscht haben. Auch hier wieder dann die andere Situation. Auch hier ist es wieder wichtig, den ersten Fall gesondert zu behandeln, denn im zweiten Fall brauchen Sie ja einen Pointer auf das vorhergehende Element. Und wenn Sie das allererste Element löschen wollen, gibt es kein vorhergehendes Element. Also müssen wir den Fall, dass das erste Element zu löschen ist, gesondert behandeln. Und jetzt wissen wir, dass nicht das erste Element zu löschen ist. So, dieselbe Vorschleife wie eben, laufen wir durch, bis wir zu dieser Stelle kommen. Und ich hatte gesagt, wir müssen den Laufpointer P stoppen, eins vor dem Element, das wir löschen wollen. Das heißt also, wir müssen nicht abprüfen, ob wir jetzt mit unserem Laufpointer auf dem Element sind, das wir löschen wollen, sondern wir müssen abprüfen, ob wir mit unserem Laufpointer eins vor dem Element sind, das wir löschen wollen. Also nicht p.key, sondern p.next. p.next.key. Damit testen wir, ob p auf einem Element steht, sodass im allernächsten Element, das danach folgt, der Schlüsselwert der richtige ist, den wir löschen wollen. Und wenn das der Fall ist, dann überbrücken wir wieder mit genau der Anweisung, die Sie auch in dem Foliensatz eben gesehen haben an dieser Stelle und sind auch wieder fertig, gehen also zurück, die Methode ist beendet und zwar mit True, weil wir auch wieder ein Element gelöscht haben. Jetzt wieder dieselbe Logik. Wenn wir hier wenn die Schleife regulär beendet wird, ohne einen Return zwischendurch, was heißt das? Das heißt, dass der Key, den wir löschen wollen, von dem wir ein Vorkommen löschen wollen, nicht in der Liste gefunden wurde. Wir haben alle Elemente der Liste durchsucht, bis dahin in dieser Vorschleife.
wir haben es bei keinem Element diesen Key gefunden, also ist dieser Key nicht in der Liste drin. Wenn er nicht drin ist, können wir ihn auch nicht löschen. Also, wenn die Vorschleife regulär beendet wird, ohne zwischendurch hier einen Return, dann landen wir hier, Return False, und das ist auch richtig, wir haben das Element nicht gefunden, wir haben es nicht gelöscht, also False. Und das ist Linked List löschen. Eigentlich, denke ich, kein großes Hexenwerk. Haben Sie an dieser Stelle Fragen? Ja? Die Frage war, ob ich die Dateien hochlade. Die Antwort ist nein, weil die schon längst hochgeladen sind in Moodle. Sie finden in Moodle ein Verzeichnis Vorlesungsmaterialien und da finden Sie ein Unterverzeichnis namens Lists, glaube ich. Und da finden Sie sowohl die RTF-Dateien wie die, die Sie jetzt gerade sehen, als auch die Foliensätze als PDF. Also die hier finden Sie, glaube ich, als RTF, weiß ich jetzt nicht genau, oder ob als PDF, aber die Foliensätze als PDF. Gut, dann sind wir mit Linked List durch und können zur nächsten interessanteren Klasse kommen. So, wir haben, ich darf um Ruhe bitten, wir haben uns kurz Arrays angesehen, wobei Arrays natürlich ein Thema ist, das Sie eher aus FOP und anderswoher kennen. Wir haben uns jetzt beim letzten Mal und jetzt nochmal kurz, aber ausführlich befasst mit linearen Listen, die beide in gewisser Weise dasselbe leisten. Wir können sowohl in einem Array als auch in einer linearen Liste Elemente von beliebigen Typ, beides sind generische Datenstrukturen, in Arrays kann der Komponententyp beliebig sein, in linearen Listen kann der Komponententyp fast beliebig sein, es muss ein Klassen- oder Array-Typ sein, bei linearen Listen, weil das mit Generics in Java halt nicht mit eingebauten Datentypen geht, aber ansonsten ist das alles gleich. Nur beide Möglichkeiten haben halt ihre Vor- und Nachteile. Bei Arrays ist es ganz schnell möglich, wenn Sie die Position haben, auf das Element an dieser Position zuzugreifen. Ja, während Sie hier erst, wie wir das gesehen haben, Schritt für Schritt durchgehen müssen, bis Sie zu dieser Position gekommen sind. Stellen Sie sich vor, Ihre Liste ist eine Milliarde Elemente lang und Sie haben eine Milliarde beliebiger Zugriffe in Ihrem Programm, also jeweils mit völlig unvorhersehbaren Positionen. Dann können Sie sich vorstellen, was der Unterschied ist. Beim Array haben Sie eben im Prinzip proportional zu der Größe eine Milliarde, zur Anzahl der Zugriffe eine Milliarde, viel Laufzeit. In der Liste haben Sie entsprechend sowas wie eine Milliarde zum Quadrat proportional Laufzeit. Also Sie sehen, Arrays haben Vorteile, offensichtlich Laufzeitvorteile. Auf der anderen Seite wird es mit Arrays sehr, sehr schwierig, nicht unmöglich, aber sehr, sehr schwierig, wenn Sie in dieser Menge, die Sie speichern wollen, Elemente einfügen und löschen wollen. Es geht schon, ja, wenn Sie ein Array haben und Sie wollen noch ein Element einfügen, naja, dann nehmen Sie sich ein neues, größeres Array her, kopieren alles, fügen das neue Element ein, vergessen das alte und das neue Array ist jetzt Ihr Array, mit dem Sie arbeiten. Entsprechend, wenn Sie löschen wollen, naja, nehmen Sie ein etwas kleineres Array, kreieren Sie neu, kopieren alles außer dem zu löschenden rüber und dieses neue, kleinere Array ist dann Ihr neues Array. Aber Sie können sich vorstellen, wenn Sie auch hier wieder daran denken, eine Milliarde Elemente im Array, dass da Einfügen und Löschen doch extrem zeitaufwendige Sachen sind. Und eine der Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann, wir werden später noch mehr Möglichkeiten sehen, ist zu versuchen, einen Kompromiss zu schließen zwischen den beiden Datenstrukturen, Array und lineare Liste, beides miteinander zu kombinieren
Und das Ergebnis sehen Sie in dem Bild. Eine Möglichkeit, wie man das machen kann, natürlich, sollte ich sagen, meine Implementation hier für die Vorlesung. Was sehen Sie hier in diesem Bild? Sie sehen eine Liste erst einmal, wie Sie sie kennengelernt haben, verknüpft über Next Pointer. Hier noch eine natürliche Zahl klein n, auf die ich gleich zu sprechen komme. Und hier drei Variablen von einem Array-Typ. Ich sollte dazu sagen, in Java würden Variablen oder solche Attribute immer mit einem kleinen Buchstaben anfangen. Ich habe mir jetzt die künstlerische Freiheit genommen, mal ein Array mit groß A, wie Sie es vielleicht eher aus der Mathematik her kennen, zu bezeichnen. Geschmackssache. Also ich verletze an dieser Stelle die typische Namensgebungskonvention von Java, dass ich hier einen Großbuchstaben nehme. So, Sie erinnern sich an Referenzsemantik. Ich habe das ja beim letzten Mal gesagt. Fundamental für das Verständnis der gesamten AUD und darüber hinaus, das gilt, Referenzsemantik haben Sie auch bei Array-Typen in Java. Sie haben, wenn Sie hier ein Attribut von einem Array-Typ haben in einer Klasse, dann ist das eben nicht ein Array, sondern nur ein Verweis auf ein Array, ein Pointer, ein Zeiger auf ein Array, also der Inhalt des Attributs A hier ist die Adresse des Arrays, was mit new erzeugt worden ist. So, in jedem Element der Liste haben Sie also so ein Array-Attribut, hängt jeweils ein Array-Objekt von derselben Anzahl von Komponenten dran und was Sie hier angedeutet sehen mit diesen grau unterlegten, das kann man jetzt mit dem Beamer weniger gut sehen als am Bildschirm, aber ich glaube, man kann es gut genug sehen. Dieses grau unterlegte soll andeuten, dass nicht sämtliche Array-Komponenten wirklich verwendet werden. Die grau unterlegten Array-Komponenten werden tatsächlich verwendet. Da sind Elemente der Liste drin, und zwar nach der Logik, von hier, von Index 0 beginnend immer weiter, 1, 2, 3 und so weiter, bis zum Ende des grauen Bereichs, das sind die ersten Elemente der Sequenz. Dann kommen hier die nächsten Elemente der Sequenz in diesem grauen Bereich von Index 0 beginnend und dann kommen hier die Elemente in dieser Sequenz. Was hier in den weißen Bereichen ist, ist egal, ist Müll, symbolischer Wert 0 oder alte Verweise, die nicht mehr gebraucht werden, ist vollkommen egal. So, was ist hier in dem kleinen n drin jeweils? Das ist eine Int-Variable, ein Int-Attribut. Und zwar steht da drin die Anzahl der Elemente, die hier jeweils grau sind. Ja, ich zähle das jetzt nicht durch. Die Anzahl der Komponenten, die hier verwendet werden, ist der Wert der Zahl n hier, genauso die Anzahl der Komponenten, die hier verwendet werden, ist die Zahl n hier und so weiter. So, nehmen Sie das erst einmal so hin, so ist die Datenstruktur intern organisiert. Nach außen hin, das ist natürlich nur der Private-Bereich, nach außen hin ist das natürlich genauso, wird man das in Java natürlich genauso machen, wie Sie das kennen von der Java Standardbibliothek in Java Util. Da ist ein Public-Bereich, sind Methoden zum Suchen, zum Einfügen, zum Löschen und so weiter und so fort, die man einfach verwenden kann, ohne überhaupt zu sehen, ohne überhaupt damit konfrontiert zu werden, dass die Datenstruktur da drin so kompliziert aufgebaut ist. So, das erste, ein solches Objekt der Array-List, die Elemente, die darin gespeichert sind, die Schlüsselwerte, die darin gespeichert werden, sind zu durchlaufen. Da steige ich einfach irgendwo mittendrin ein. Der Durchlauf durch ein solches Objekt erfordert jetzt zwei Laufvariablen.
wenn Sie hier drin ein Objekt finden wollen, eine Komponente finden wollen, einen Schlüsselwert finden wollen, dann müssen Sie erstens angeben, in welchem Listenelement dieses Array drin ist. Und zweitens müssen Sie angeben, an welchem Index hier in dem dazugehörigen Array dieses Listenelements dann der Schlüsselwert ist. Das heißt, wenn Sie durchlaufen, brauchen Sie wie bei Listen, wie wir das vorher gehabt haben, einen Laufpointer auf der Liste und Sie brauchen zusätzlich einen ganz normalen Int-Index i für das Array. Und in der Situation, wo wir jetzt gerade sind, wie ich hier sie angedeutet habe, was bedeutet es, einen Schritt weiter zu gehen in der Sequenz aller Schlüsselwerte? Das bedeutet einfach, i um 1 zu erhöhen, so wie Sie das von Arrays eben kennen. Ein Schritt weiter gehen heißt i plus plus. Oder i gleich i plus 1, oder i plus gleich 1, ist ja egal. Wir müssen nur eine spezielle Randsituation gesondert betrachten, nämlich da, wo der aktuelle Index klein e auf der letzten Komponente im grauen Bereich ist, also auf der letzten Komponente, die verwendet wird, also sprich auf der Komponente mit dem Indexwert n-1. N ist die Anzahl der Elemente und Sie wissen, wenn Sie ein in einem Array einen Bereich fangen die Indizes immer mit 0 an, das heißt, die ersten n Indizes sind die Indizes 0 bis n-1. Und in der Situation jetzt, wo Sie hier in diesem Array ans Ende gekommen sind, da bedeutet Durchlaufen jetzt, dass auch dieser Laufpointer auf der Liste zu aktivieren ist, dass der auch umzusetzen ist, nämlich der zeigt jetzt aufs nächste Element, p gleich p.next, wie Sie das auch vorher hier gesehen haben. Und vorher hat der i-Index hier auf dem letzten Element gestanden. Jetzt setzen wir ihn auf 0 und damit zeigt er auf das erste Element hier. Das ist die Durchlaufoperation einfach, die ich jetzt hier nicht in Java noch implementieren will. Wenn Sie einen Schritt weiter gehen wollen, sei es um einen bestimmten Schlüsselwert zu suchen und dann zu beenden, wenn Sie ihn gefunden haben, oder sei es, dass Sie alle Elemente durchgehen wollen, weil Sie mit allen Elementen irgendwas machen wollen, dann ist die Operation die, wenn i gleich n-1 von diesem Listenelement ist, wenn i auf dem letzten grauen Element steht, dann wird p um 1 vorgeschaltet mit p gleich p.next und i wird wieder auf 0 gesetzt. Oder wenn wir nicht in dieser Randsituation sind, dann passiert das, was wir hier vorher gesehen haben. I wird einfach um 1 erhöht und damit sind wir am nächsten Element in der Sequenz. Damit durchlaufen wir ein solches Objekt von ArrayList, die Schlüsselwerte in der Reihenfolge. Gibt es an dieser Stelle Fragen? Ich sehe keins, ich höre auch nichts. Gut. So, durchlaufen ist. Achso, doch eine Frage. Die Frage war, welchen Sinn haben die leeren Plätze am Ende des Arrays? Darauf wollte ich jetzt zu sprechen kommen, nämlich wenn es ums Einfügen und Löschen geht. Ein Muster, was uns später mehrfach wieder begegnen wird, ist, dass wir bewusst Speicherplatz verschwenden, um die Laufzeit, die Zugriffszeiten zu verbessern. Warum? Weil heutzutage Speicherplatz billig ist. Nichts mehr kostet, kein großes Problem mehr darstellt. Natürlich, wenn Sie eine Anwendung haben, wo Sie Multi-Terabyte an Daten verwalten müssen, astronomische Daten, medizinische Daten oder ähnliches,
dann sieht die Sache natürlich anders aus. Dann müssen Sie nochmal auf den Speicherplatz schauen und gucken, wie Sie da einen vernünftigen Kompromiss zwischen Speicherplatzverbrauch und Laufzeit, Zugriffszeiten hinbekommen. Aber in den allermeisten Anwendungen, die man sich so vorstellen kann, ist Speicherplatz nichts wert. Braucht man sich nicht drum zu kümmern, und deshalb kann man es sich auch leisten, durchaus Speicherplatz freizulassen, zu verschwenden, mehr Speicherplatz zu benutzen, als man eigentlich braucht, also mehr Speicherplatz genau gesagt zu reservieren, als man eigentlich braucht, um insbesondere beim Einfügen und beim Löschen die Zugriffszeiten klein zu halten. Vor allem, wenn es darum geht, vielfach hintereinander einzufügen und zu löschen. Deshalb gucken wir uns mal erstmal an, wie sieht das beim Einfügen aus. Sie wollen jetzt ein Element an einer bestimmten Position einfügen und Sie finden diese Position hier. Ja? Im ersten Array Position 0, 1, 2, 3 und so weiter und so fort. Dann im zweiten Array die weiteren Positionen, im dritten Array die weiteren Positionen und so weiter. Sie wollen an der Position Nummer 3857 ein neues Element einfügen, und Sie sind so lange durch die einzelnen Arrays durchgegangen, eins nach dem anderen. Also nicht durch die Arrays durch, sondern Sie haben sich natürlich nur diese Int-Attribute klein n angesehen, um festzustellen, das ist das Array, in das ich jetzt einfügen will. Und das ist die Position, in diesem Array, die der logischen Position Nummer 3857 entspricht, wo ich einfügen will. So, in der Situation, wie sie hier aufgezeichnet ist, ist es überhaupt kein Problem, ein neues Element einzufügen. Was machen Sie? Sie schieben sämtliche Array-Elemente, die da drunter sind, eins nach unten, ja, wenn Sie das vergleichen, hier war die Grenze, das ist schon weiß, das ist jetzt grau. Sie haben alle Elemente eins weitergeschoben mit einer kleinen Schleife. Wie man die Schleife bastelt, das sollten Sie mit Ihren Vorkenntnissen wissen. Brauchen wir uns jetzt hier nicht drum zu befassen. Sie müssen nur darauf achten, vielleicht der Hinweis, in welcher Reihenfolge Sie die Elemente jeweils eins weiter kopieren. Sie müssen hier mit dem letzten Element anfangen, das eins weiter, dann das vorletzte eins weiter. Also die Schleife muss rückwärts gehen. Mit dem größten Index beginnen und dann mit i- immer zurückgehen. Wenn Sie es umgekehrt machen, ja, gucken Sie sich selber an, überlegen Sie sich selber, was dann für Mucks dabei herauskommt. So, Sie verschieben also kopieren alle diese Werte ein Index weiter und schreiben dann das neu einzufügende Element an die Stelle, wo Sie das hinhaben wollten. Mehr ist nicht zu tun zum Einfügen. An die richtige Stelle kommen, Platz schaffen, indem Sie Elemente nach unten verschieben und dann ein neues Element einfügen. Das funktioniert aber natürlich nicht mehr in der Situation, die auch mal auftreten kann. Ich habe zwar gesagt, wir verschwenden hier Speicherplatz bewusst, wir lassen Komponenten frei, gezeichnet, eben weiß gezeichnet hier in diesen Skizzen, aber es kann schon mal die Situation sein, dass doch ein Array voll ist. Und jetzt wollen wir an dieser Stelle noch was einfügen, und das geht nicht, denn an Arrays können wir nichts einfügen. Der Geräuschpegel wird schon wieder so laut, dass diejenigen von Ihnen, die sich wirklich konzentrieren wollen, das nicht unbedingt mehr können, nach Erfahrung von vielen, vielen Semestern in diesem Raum. Eine Frage? Was machen die Lautsprecher hier? Sie meinen dieses brummende Geräusch? Ja, mich stört es auch, aber ich kann es nicht ändern. Ich weiß... Bitte? Ich hör dieses brummende Geräusch auch, aber ich habe keine Idee, was man da tun kann. Haben Sie aus anderen Vorlesungen eine andere Erfahrung, dass die Lautsprecher da kein Geräusch machen?
Bitte? Das erste Mal. Also ich habe es auch letztes Mal gehört. Donnerstag um 8.10 Uhr. Warten Sie mal, wie ist denn das? Genau, zwischendurch gibt es nämlich... Also ich weiß es nicht, wenn Sie sagen, dass Sie das in anderen Vorlesungen nicht so hören, dann muss ich wohl versuchen, die Ursache bei meinem technischen Equipment zu finden. Es kann aber auch sein, dass es durch die Aufzeichnung passiert, dann weiß ich nicht, wie man das Problem lösen kann. Gut, wie auch immer. Wir sind jetzt hier in der Situation, dass wir eigentlich an einer Position einfügen können, wollen, wo wir nichts so ohne weiteres einfügen können, denn das Array, wo wir einfügen wollen, ist voll. Was machen wir dann? Ganz einfach. Wir richten ein neues Array ein, hängen das in der Liste unmittelbar dahinter und jetzt sind wir völlig frei darin, wie wir die Elemente des alten Arrays jetzt auf die beiden neuen Arrays verteilen. Es bietet sich an, so eine halbe-halbe Aufteilung zu machen, damit es nicht so schnell passiert, dass wir beim neuerlichen Einfügen doch wieder ein neues Array duplizieren müssen oder beim Löschen dann die Umkehroperation ein Array rausschmeißen müssen. Ja, jetzt müsste schon einiges hier einzufügen sein, bevor wir hier wieder an die ähnliche Situation kommen. Und genauso werden wir gleich beim Löschen sehen. Es müsste schon einiges gelöscht werden, bis wir hier ein leeres Array haben und dann ein Array rausschmeißen. So, wir haben jetzt ein neues Array eingerichtet. Wir haben die Elemente, die da drin gespeichert waren, halbe-halbe reduziert und da sehen Sie in diesem Bild dann unmittelbar, wofür es gut ist, dass wir Speicherplatz verschwenden. So, und jetzt an irgendeiner Position war dieses Element einzufügen. Kann sein, wenn es in der ersten Hälfte der Position hier im Array war, dass wir es dann hier einfügen müssten. Es war in diesem Beispiel in der zweiten Hälfte, also wird es hier irgendwo eingefügt und damit haben wir auch in diesem Fall ein Einfügen erreicht. Das heißt, in dem Moment, wenn wir in ein volles Array einfügen wollen, müssen wir dieses Array in zwei zerlegen und haben dann wieder Speicherplatz frei. Und genau analog umgekehrt das Löschen. Sie wollen jetzt irgendwo ein Element löschen. Sie haben das Element in diesem Listenelement gefunden, an dieser Position im Array dieses Listenelements und wollen das löschen. Was machen Sie da? Genau die Umkehroperation. Sie verschieben alle Elemente, die danach kommen, schrittweise eins wieder hoch. Das unmittelbar danach folgende wird hier in diese Position, in die rote Position hineinkopiert, womit das Element schon mal gelöscht ist. Dann das zweitnächste Element in die nächste Position, das drittnächste Element in die zweitnächste Position, das viertnächste Element in die drittnächste Position und so weiter. Mit dem Ergebnis, dass ein Element weniger da ist, nämlich das Element, das Sie gelöscht haben wollten, das wird hier gleich beim Hochschieben der Elemente überschrieben. Ich sollte natürlich noch dazu sagen, habe ich eben beim Einfügen vergessen, beim Einfügen muss natürlich n um 1 erhöht werden und hier beim Löschen muss dann entsprechend n um 1 vermindert werden, das darf man nicht vergessen. So, damit sind wir mit dem Normalfall beim Löschen fertig. Auch hier wieder der Randfall. Sie haben jetzt die Situation erreicht, Sie haben unendlich viele Einfüge- und Löschoperationen gemacht nach einem völlig unvorhersehbaren Muster, sodass also alles Kraut und Rüben ist in dieser Datenstruktur. Und da kann es dann schon mal passieren, dass Sie so viel in einem Array gelöscht haben, dass nur noch ein Element drin ist. Und dieses eine Element wollen Sie jetzt als nächstes löschen. Was machen Sie da?
Naja, Sie löschen gleich das ganze Listenelement. Denn Sie wollen natürlich keine Arrays haben, bei denen n gleich 0 ist, in denen gar nichts gespeichert ist. Das ist nicht nur Speicherplatzverschwendung, sondern auch Laufzeitverschwendung, dass Sie, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie im Lauf der Lebenszeit dieses Objekts so nach und nach einen Haufen von leeren Arrays haben, dann müssen Sie immer wieder beim Durchgehen über etliche leere Arrays hinüberlaufen. Das macht alles keinen Sinn. Also wenn ein Array leer wird, dann schmeißen Sie es raus aus der Liste. Und das ist im Prinzip skizzenhaft die gesamte Datenstruktur mit ihren gängigen Zugriffsmethoden. Alle anderen Zugriffsmethoden sind entsprechend analog. Haben Sie, und ich hoffe, dass ich Ihnen einen Eindruck vermitteln konnte, insbesondere beim Einfügen, warum es sinnvoll ist, Speicherplatz in Datenstrukturen zu verschwenden. Das wird uns mehrfach wieder begegnen bei komplexeren Datenstrukturen später. Insbesondere bei den beiden Datenstrukturen, die die Hauptdatenstrukturen sind für jedes Datenbanksystem der Welt. B-Bäume und Hash-Tabellen. Dazu werden wir später kommen. Aber dort wird es auch wieder wichtig sein, oder wird es zum Konzept dazugehören, dass wir bewusst Speicherplatz verschwenden. So, da ist eine Frage. Die Frage war, wie wird bestimmt, wie groß dieses Array ist? Das legen wir vorher fest. Wir überlegen uns für die konkrete Anwendung, was ist eine sinnvolle Arraygröße. Ja, wenn Sie die 25.000 oder so Studierenden der TU Darmstadt darin speichern wollen, werden Sie vielleicht eine andere Arraygröße festlegen, als wenn Sie, was weiß ich, eben medizinische Daten speichern wollen oder sowas. Das muss derjenige machen, sich überlegen, der dieses Objekt einrichtet, um es zu nutzen. Wenn Sie die Java API verwenden, dann werden Sie sehen, dass es Konstruktoren gibt, bei denen Sie diese Zahl übergeben können. Oder es gibt auch leere Konstruktoren, da wird diese Zahl auf einen Wert, der vorgegeben ist, festgesetzt, der aber in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht sehr sinnvoll ist. Ich glaube, bei Klasse ArrayList fängt man mit 10 Elementen an, aber ich weiß es jetzt nicht genau. Ist auch ein Implementationsdetail, worauf man sich nicht unbedingt verlassen kann. Es gehört ja nicht zum Public Interface, wie viele Elemente in einem Array drin sind. So, weitere Fragen an dieser Stelle? So, vielleicht. Wie kann man sich diese Klassen dazu vorstellen? Wieder ein bisschen größer. Also so ein einzelnes Element so einer ArrayList. Da sehen Sie wieder den Next Pointer, Verweis auf ein oder ein Attribut vom selben Typ wie das Listenelement selber, auch wieder generisch. Es gibt keinen Grund, für jede Klasse, die Sie da reinstecken wollen, die Sie da verwalten wollen, eine eigene ArrayList-Klasse zu schreiben. Sie haben mit Generics die Möglichkeit, das offen zu halten, von welchem Typ die Schlüsselwerte sind. Also lassen wir es offen. Hier im Next Pointer muss es natürlich auch wieder aufgegriffen werden. Hier ist die Zahl klein n, die besagt in diesem Array, wie viele Elemente momentan grau sind, wie viele Elemente in diesem Moment, ja, das ist ja eine Zahl, die sich laufend bei Einfügen und Löschen verändert. Wie viele Elemente momentan in diesem Array tatsächlich benutzt werden. Und hier ist das Array selber, die Variable, die auf dieses Array verweist, auf das Array-Objekt verweist. Wie gesagt, entgegen der Standardkonvention für Namensgebung in Java habe ich es mit Großbuchstaben abgekürzt. Aus alter Gewohnheit, aus anderen Programmiersprachen, und danach habe ich es dann so gelassen, weil diverse Aufnahmen und alle schon darauf beruhten. So, und das Ganze packen Sie ein in eine Klasse,
die sie dann zweckmäßigerweise ArrayList nennen, auch wieder generisch. Auch hier natürlich der Schlüsselwerttyp offen gelassen. Hier ist als privates Attribut der Kopf, also der Verweis auf das erste Element dieser ArrayList drin. Ganz analog zur LinkedList, die wir auch gesehen haben. Hier, das ist das, was ich eben gesagt habe, die Implementation selber. Wenn ich das jetzt programmiere, so wie es hier steht, weiß ich natürlich nicht, was für eine konkrete Anwendung jetzt die richtige Größe der Arrays ist. Das will ich offen lassen, das will ich dem Nutzer des Objektes erlauben, selber zu bestimmen, indem ich ihm einen Konstruktor gebe, der diese Zahl, dieses Int übergeben bekommt und dieses Int besagt, wie groß das Array, wie groß die einzelnen Arrays sind. Alle Arrays haben gleiche Größe und jedes Mal, wenn ich ein neues Array erzeuge, dann setze ich in die Komponentenzahl in U diese Zahl groß n hinein und dann haben alle Arrays diese Größe. Und das ist eigentlich alles, was ich hier zum Thema ArrayList sagen will. Sie werden das Thema ArrayList auf dem ersten Übungsblatt wiedersehen und es schadet nichts, wenn Sie sich selbst mal zu übungshalber hernehmen, auch wenn es keine offizielle Übungsaufgabe ist, mal solche Methoden wie durchlaufen, einfügen und löschen mal selber zu implementieren und erst hinterher schauen, was es da für Implementationen im Internet gibt, nicht vorher. Gut, noch Fragen zur ArrayList? Bitte? Moment. So, wir sind jetzt beim Einfügen in der Situation, dass dieses Array voll ist. In dieser Situation sind wir. So, jetzt haben wir diese Situation und danach kann es halt weitergehen, dass hier noch weitere Elemente hier oder hier eingefügt werden. Nicht? Davon sprechen Sie. Genau. Und Ihre Frage war, dass dann irgendwie die Positionen alle nicht mehr stimmen. Der entscheidende Punkt ist, Position ist etwas Dynamisches. Etwas, was ich, wenn Sie an der Stelle 3857 ein neues Element einfügen, dann wird bei allen danach folgenden Elementen die Position, also ohne dass Sie was tun müssen, erhöht sich die Position um 1. Ja, die Position ist etwas Logisches. Ja, irgendwo was einfügen heißt, alles danach hat eine höhere Position. Position heißt einfach, wie viele Elemente muss ich durchlaufen, bis ich zu dem Element gekommen bin. Ist die Frage damit beantwortet? Okay. Bitte? Ich verstehe momentan nicht, worauf Sie hinaus will, was man da noch für ein weiteres Objekt braucht. Was sind hier rechteckige Dinger? Die oberen rechteckigen Dinger oder die unteren rechteckigen Dinger? Die oberen rechteckigen Dinger. Also wir wissen alle, wovon die Rede ist. Sie haben ein Next, ein N und ein A. Ja, das, wo man die definiert hat, das war doch genau in dem Dokument, das ich hier nochmal aufgelegt habe. Hier. Okay, ist ja kein Problem. Gut, noch weitere Fragen zur ArrayList? Wenn das nicht der Fall ist, dann doch noch eine Frage. Mit n wird die Anzahl der belegten Felder, das heißt die Anzahl der in meinen Skizzen grau gezeichneten Felder, angegeben.
wenn Sie in einem Array einfügen, dann müssen Sie das n um 1 erhöhen. Hier bei dem Fall, den wir hier haben, das n entsprechend anpassen, damit es wieder stimmt. So, jetzt Ihre Frage? Oder war das schon die Antwort? Das war schon die Antwort auf Ihre Frage. Ja, man muss immer für Konsistenz sorgen. Das ist ja der wesentliche Grund, warum man Public und Private unterscheidet. Insbesondere, wenn es schwierig ist, im Private-Bereich, wo es um die nackte Datenstruktur geht, die Konsistenz immer zu garantieren. Ja, die Methoden müssen so implementiert sein, dass sie die Konsistenz garantieren, dass also beispielsweise klein n immer die richtigen Wert hat für jedes Listenelement. Und da darf es nicht möglich sein, dass der Nutzer aus Versehen dann da drin herumfuscht, deshalb ist es im Private-Bereich. Aber die Methoden, Einfügen und Löschen, müssen das natürlich diese Konsistenz garantieren durch entsprechende Setzung des Attributs klein n. Noch weitere Fragen hier? Gut, dann verlassen wir das Thema Daten zu verzweigerten Datenstrukturen zurückkommen und kommen zu einem richtig algorithmischen Thema. Ja, die Vorlesung heißt Algorithmen und Datenstrukturen. Wir haben jetzt Datenstrukturen gesehen, da haben wir auch Algorithmen gesehen, nämlich Einfügen, die Algorithmen für Einfügen und für Löschen und für Suchen und für Durchlaufen. Aber im Vordergrund stand die Datenstruktur. Und jetzt gucken wir uns gar nicht weiter an, wie die Datenstrukturen aussehen. Jetzt gucken wir uns eine standardalgorithmische Aufgabe an. Damit werden wir nicht allzu viel Zeit verwenden. Man könnte ein ganzes Semester mit dieser algorithmischen Problemstellung füllen, mit den ganzen Algorithmen, die es dafür gibt. Aber das brauchen wir hier nicht, das interessiert uns nicht weiter. So, worum geht es? Wir haben zwei Eingaben in diesem algorithmischen Problem. Das sind zwei Zeichenketten. Die sind meistens vielleicht ein bisschen komplizierter als so, aber das soll jetzt nur zur Illustration dienen. Und was wir suchen, sind sämtliche Vorkommen dieser zweiten Zeichenkette innerhalb der ersten Zeichenkette. Das kennen Sie, wenn Sie alle Vorkommen eines Wortes in einem Text in einer Datei suchen. Aber es sind nicht nur menschlich lesbare Texte, nicht nur Word, HTML, LaTeX und so weiter, wo man in natürlicher Sprache Wörter sucht. Diese Problematik, diese Vorkommen eines kleinen Strings, einer kleinen Zeichenkette in einem großen zu finden, taucht natürlich auch im wissenschaftlichen Bereich überall auf. Denken Sie an DNA-Zeichenketten in der Biologie und Ähnliches. Also eine sehr, sehr häufig auftretende Problemstellung. Wir sollten aber jetzt nochmal genau spezifizieren, was exakt wir herausbekommen wollen durch einen Algorithmus, der diese Problemstellung löst. Was wir herausbekommen wollen, ist sämtliche Vorkommen. Sie sehen auch hier, Vorkommen können sich auch überschneiden. Was wir einfach als Ergebnis herausbekommen wollen, ist eine Liste, zum Beispiel eine Linked List. Eine Liste von Indizes, den Anfangsindizes der einzelnen Vorkommen. Hier gehen wir jetzt von Java auch ab. Ja? Das ist eher typisch mathematisch, beziehungsweise auch in vielen Programmiersprachen so, dass der erste Index nun mal der erste Index ist. Der erste Index ist Index 1. Ja? Also hier, wenn ich so abstrakt werde, mathematisch werde, dann gehe ich auf die typisch mathematische Sichtweise, der erste Index ist der Index Nummer 1. Da war eine Wortmeldung irgendwo. Ja? Ich verstehe leider nichts. Bitte? In Nabla-Aufgaben weiß ich jetzt, habe ich jetzt nicht genau, aber das sehen Sie ja sofort, wie die Indizes nummeriert sind. Kann ich jetzt nicht aus dem Stegreif sagen. So, das ist die gesamte Problemstellung schon auf dieser einen Zeile.
Und jetzt gucken wir uns den ersten Algorithmus an, der diese... So, ich nenne ihn auch Simple String Matching, weil es eben ein einfacher Algorithmus ist. Wir werden uns dann noch einen zweiten, raffinierteren Algorithmus ansehen, der dieselbe Problemstellung löst, aber in typischen Anwendungssituationen sehr viel schneller ist. So, hier nochmal, worum geht's? Die zu durchsuchende Sequenz, das ist dieselbe wie eben auf der letzten Folie. Die gesuchte Sequenz, deren Vorkommen wir in der zu durchsuchenden Sequenz finden wollen, das ist ebenfalls dieselbe Zeichenkette, derselbe String wie auf der Folie eben. Ja, also das ist ein durchgehendes Beispiel. Und wir brauchen hier unten die Resultatemenge, in der am Ende die Indizes stehen sollen, wenn der Algorithmus fertig ist und gibt er die Resultatemenge zurück mit Return als sein Ergebnis. Und da sollen die Anfangsindizes der Vorkommen drin sein. Und wir brauchen noch eine interne, in diesem Algorithmus noch eine interne Hilfsdatenstruktur. Auch, kann auch als eine lineare Liste zum Beispiel realisiert sein. Also das ist ja in Java auch wieder sehr schön. Wenn ich hier von linearer Liste zum Beispiel spreche, dann heißt das im Grunde, wenn Sie das implementieren, das kann irgendeine beliebige Implementation von der Klasse Java Util List sein. Linked List ist eine Klasse, die das Interface Java Util List implementiert. ArrayList ist eine andere Liste und so weiter und so fort. Das heißt also, Java unterstützt den Blickwinkel, den wir hier einnehmen wollen, dass es uns vollkommen egal ist, was das für eine Sequenz ist. Kann auch ein Array dahinter sein, ist vollkommen egal. Das macht für den Algorithmus, für das Vorgehen des Algorithmus überhaupt keinen Unterschied, was dann, wie diese Sequenz von Zeichen wirklich intern organisiert ist. Und auch wie die hier organisiert sind, denn wir greifen damit da nur zu auf Einfügen, Löschen und Durchlauf, also was im Public-Bereich drin ist. Wie diese Datenstrukturen im Private-Bereich tatsächlich implementiert sind, ist vollkommen egal. So, und die werden jetzt als leere Listen, als leere Sequenzen eingerichtet. Wir haben noch keine gefundenen Vorkommen am Anfang, wir haben ja noch gar nichts mehr gemacht. Das heißt also, wir haben eine leere Liste von Resultaten und wir haben noch nichts gemacht, also haben wir auch keine potenziellen Kandidaten. So, wie geht jetzt, nachdem wir die Ergebnissequenz und auch diese Hilfssequenz, nachdem wir die beiden initialisiert haben als leere Sequenzen, wie gehen wir jetzt vor? Was wir machen ist, den großen String, groß S, einmal von vorne nach hinten durchzugehen. So, wir beginnen also mit 1 und stellen fest, GAG ist ja der String, den wir suchen, stellen fest, aha, hier ist ein G an Position 1, das ist ein Kandidat. Wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Also wir, die wir hier drauf schauen, wissen natürlich schon, wie es weitergeht. Aber der Algorithmus sieht natürlich nicht, wie es weitergeht. Der Algorithmus sieht nur den ersten Index und das Zeichen, das an diesem ersten Index steht, das kleine g. Und stellt fest, aha, hier könnte vielleicht ein Vorkommen von Groß T beginnen. Also kommt die 1 in die Kandidatenmenge hinein. Jetzt geht's weiter. An dieser Stelle ist eine A. Das heißt also, es ist immer noch so, dass die 1 ein Kandidat ist. Noch weiß der Algorithmus nicht, ob da wirklich ein vollständiges Vorkommen von Groß T ist. Er sieht ja nur die ersten beiden Zeichen, G und A. Aber sieht gut aus, also bleibt es dabei, dass Position 1 ein Kandidat ist. So, und jetzt dritte Operation, hier dritter Schritt, Position 3,
kann man feststellen, aha, es ist tatsächlich ein vollständiges Vorkommen von Groß T in Groß S. Alle drei Zeichen sind da. Also wird die Position 1 aus der Kandidatenmenge in die Resultatemenge überführt. Wir haben festgestellt, ja, der Kandidat an Position 1, mit Beginn Position 1, ist ein tatsächliches Resultat. Und haben gleichzeitig wieder einen neuen Kandidaten entdeckt, den wir hier in die Kandidatenmenge hineinschreiben. So, jetzt stellen wir fest, das nächste Zeichen ist ein G. Das heißt, wenn ich nochmal zurückgehe, dieser Kandidat, den wir hier entdeckt haben, mit Anfangsposition 3, ist kein Kandidat mehr. Damit er noch weiterhin ein Kandidat bleiben könnte, müsste hier ein A stehen, aber hier steht ein G. Also ist die 3 kein Anfangsindex eines Kandidaten mehr. Stattdessen ist aber die 4, hier dieses G, ein Anfangsindex eines Kandidaten. Es könnte ja mit AG weitergehen, das weiß der Algorithmus ja noch nicht. Jetzt auf der nächsten Position stellt er aber fest, es geht nicht mit A weiter. Also wird dieser Kandidat aus der Kandidatenmenge gelöscht. Jetzt geht es auch wieder, das N ist gar nicht drin in der im Suchstring Groß T. Jetzt wieder einen neuen Kandidat an Position 7 und siehe da, weiterhin ein gültiger Kandidat nach derselben Logik. Und Sie sehen jetzt hier, kurzzeitig hatten wir zwei Kandidaten in der Kandidatenmenge, GAG und G. Ein Kandidat der Länge 3, Position 7, und ein neuer Kandidat der Länge 1 an Position 9. Aber dieser erste Kandidat wurde dann in die Resultatemenge überführt, weil wir festgestellt haben, ein gesamtes Vorkommen von Groß T ist da drin. So, und jetzt geht das so weiter. Gültiger Kandidat und Ende. Das ist der ganze Algorithmus. Nicht viel dazu zu sagen, nicht? Ist einfach, denke ich, zu verstehen und auch nicht allzu schwer zu implementieren. Man muss ein bisschen mit Schleifen rumhantieren und mit diesen beiden Sequenzen hier rumhantieren, mit Einfügen und Löschen. Und das ist eigentlich alles. Sie hätten eigentlich alles Rüstzeug hier, um das zu implementieren. Entweder auf Basis der Java Standardbibliothek mit Java Util Linked List oder sowas, oder selbst implementiert mit den nackten Datenstrukturen, so wie wir das hier beim letzten und bei diesem Mal gesehen haben. Gibt es an dieser Stelle zu diesem Algorithmus spontan Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann kommen wir jetzt zu dem komplizierteren Algorithmus. Vielleicht nur ganz kurz, bleiben wir mal an dieser Stelle hier, bevor wir zu dem komplizierteren Algorithmus kommen. Machen Sie sich mal Folgendes klar. Vielleicht sollte ich das aufzeichnen? Nee, ich glaube nicht. Machen Sie sich mal Folgendes klar. Wenn Sie mehrere Kandidaten haben, vielleicht machen wir es doch mal hier so ein bisschen gezeichnet. So, mal gucken. Naja, viel Platz habe ich hier nicht. Kann ich den nicht mal ein bisschen hier wegschieben alle? So, die mal ein bisschen weg hier, dass hier ein bisschen mehr Platz ist. So, Sie haben jetzt hier diesen String S. So, da geht es irgendwie weiter. Und Sie sind an irgendeiner Position I jetzt gerade mit Ihrem mit dem Durchlauf. Und Sie haben dann eine gewisse Menge von Groß I von potenziellen Kandidaten. Die könnten prinzipiell deutlich größer sein als in dem Beispiel, was wir jetzt gesehen haben. Ja, es könnte ein Kandidat sein, der hier irgendwo schon begonnen hat.
Also in krassen Fällen mit vielen Wiederholungen im String groß T natürlich eher. Ein Kandidat, der hier begonnen hat, ein Kandidat, der hier begonnen hat. Ja, wenn Sie sowas haben wie S gleich G, A, G, A, G, A, G, pop, 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 G, A, G und T gleich G, A, G, A, G, pop, pop, etwas kürzer, G, A, G, dann haben Sie beispielsweise eine Menge Vorkommen des einen Strings im anderen. Und die entscheidende Einsicht für den etwas komplizierteren, aber dafür schnelleren Algorithmus ist, was kann denn hier überhaupt, wenn irgendeiner von diesen Kandidaten tatsächlich jetzt entdeckt wird als ein Resultat, als ein tatsächlich vollständiges Vorkommen. Es kann nur einen geben. Sorry, das war jetzt keine Werbung für irgendwelche alten Filme. Nämlich, na, mal gucken, so geht das jetzt. Das sollte eigentlich gelb sein. Ist egal. Es kann nur der sein. Es kann kein anderer sein. Und unter welchen Umständen ist das ein Kandidat? Das ist ein Kandidat, jetzt muss ich hier noch mal ein bisschen Platz schaffen. Das ist ein Kandidat. So. Bei dem das hier die Länge groß T ist. Des gesuchten Strings. Genau dann, wenn dieser eine Kandidat, der längste Kandidat von allen, die gerade da drin sind, genau dann, wenn der Länge, die Länge des Suchstrings hat, genau dann haben wir ein Vorkommen gefunden. Und alle anderen Kandidaten, die wir da drin haben, brauchen wir uns gar nicht anzugucken. Die interessieren uns überhaupt nicht. Die schleppen wir hier nur eigentlich unnötigerweise mit, weil diese Kandidaten wachsen und wachsen und wachsen und irgendwann tatsächlich zu Vorkommen werden können. Ja? Die haben, solange sie nicht die Länge groß T erreicht haben, haben diese Kandidaten überhaupt keine Bedeutung für uns. Wir schleppen die nur unnötig mit und lassen die nur unnötig sozusagen mitwachsen. Der einzige Kandidat, der interessiert, ist der hier. Und was von ihm eigentlich interessiert, ist die Information, ist die Länge dieses längsten Kandidaten schon angewachsen auf die Länge groß T oder noch nicht? Wenn sie angewachsen ist, dann haben wir ein neues Vorkommen entdeckt. Wenn sie nicht angewachsen ist, haben wir noch kein neues Vorkommen entdeckt. Und die entscheidende Einsicht hier ist, dass das überhaupt nicht von groß S abhängt. Es hängt letztendlich nur von groß T ab. Wir können das Ganze mit Informationen, die nur von groß T abhängen, von diesem kleinen String abhängen, können wir das Ganze organisieren. Alles, was uns interessiert, ist die Länge dieses einen Vorkommens. So, das gucken wir uns jetzt bei den Folien an. Diese Folien können wir jetzt rausschmeißen. Das ist der neue. So, schauen wir erstmal hier nach links. Das ist dasselbe wie zuvor, nämlich nochmal dasselbe Beispiel, groß S, dasselbe Beispiel, groß T, dasselbe Beispiel. Wir haben natürlich weiterhin eine Resultatemenge, das, was wir ausgeben wollen, das müssen wir natürlich verwalten im Laufe des Algorithmus, so nach und nach füllen. Aber jetzt haben wir keine Kandidatenmenge mehr, die wir verwalten. Das Einzige, was wir verwalten hier als Hilfsvariable zusätzlich zur Resultatemenge, ist eine Zahl. Die Zahl, auf die ich eben hingearbeitet habe. Mal gucken, nochmal ganz kurz rüber. Die Länge dieses längsten Kandidaten in der Kandidatenmenge. Das ist die Zahl, die nenne ich klein q, weil ich das in irgendeinem Lehrbuch mit klein q abgekürzt gesehen habe, habe ich einfach übernommen.
Und der Gag an der Sache ist, also zunächst einmal, wenn klein q, die Länge des längsten gültigen Kandidaten momentan, wenn dieses q gerade so groß ist wie die Größe von dem gesuchten String groß t, dann haben wir ein neues Vorkommen gefunden. Nämlich entsprechend weit zurück ist der Anfang, ist der Anfangsindex dieses neuen Vorkommens. Wenn klein q noch nicht so groß ist wie die Größe von groß t, dann haben wir momentan noch kein Vorkommen gefunden. Das ist der längste Kandidat immer noch nur ein Kandidat und mehr nicht. So, jetzt schauen Sie mal auf diese Tabelle hier. Die Tabelle müssen wir vorab aufbauen in einer Art und Weise, die aber einfach zu verstehen ist. Da finden Sie im Wiki zu diesem Algorithmus den genauen Code, ist aber jetzt nichts Großes. Eine Nachschautabelle, eine Lookup-Table. Was ist die Logik? Sie finden hier für jedes Zeichen, das vorkommt in den Strings, in dem Alphabet, auf dem Sie arbeiten, finden Sie eine Spalte. Und Sie finden hier jeweils eine Zeile, 0, 1, 2, 3. Diese 3 ist gerade die Anzahl der Zeichen in dem gesuchten String groß T. So, und was steht hier? Was hier drin steht, ist, nehmen wir zum Beispiel mal an, hier die 2 und das G. Was hier drin steht, ist, wenn die Länge des längsten Kandidaten gerade 2 ist und das nächste einzulesende Zeichen ist ein G, dann wird die Länge des nächsten Kandidaten 3. Das sehen wir uns jetzt tatsächlich in diesem Beispiel an. So, ignorieren Sie erstmal das noch, was da unten ist. Dazu kommen wir dann noch zu sprechen. Hier sehen Sie jetzt wieder die Situation. Wir beginnen mit dem allerersten Zeichen. Das Q ist auf 0 gesetzt am Anfang, weil der längste Kandidat, wenn wir gar keine Kandidaten haben, dann ist die Länge des längsten Kandidaten ja 0. Sind Sie? Okay. Oh, 5 Minuten. Dann ist die Länge des längsten Kandidaten 0. So, dann gucken wir, das erste Zeichen ist ein klein g, 0 und g ergibt 1. Danach ist, nachdem wir das erste Zeichen gelesen haben, ist die Länge des längsten Kandidaten 1. Stimmt ja auch. Ist ja korrekt. Jetzt gehen wir zum nächsten Zeichen, zu diesem kleinen a. Gucken nach, ein a ist gesehen worden, also in dieser Spalte. Und momentan ist die Länge des längsten gesehenen Kandidaten, der Wert von klein q ist 1. Also schauen wir hier an diese Stelle und finden eine 2. Stimmt auch. Wenn die Länge des längsten Kandidaten 1 ist, dann besteht der längste Kandidat gerade aus dem Zeichen klein g. Und wenn ich dann als nächstes ein a lese, dann wird der längste Kandidat hinterher ga sein, Länge 2 haben. Und so geht die Logik immer weiter. Das ist das Einzige, was der Algorithmus in jeder Iteration macht, in jedem Durchlauf durch die Schleife. Hier wieder ein g, wir gucken nach, ein g ist gelesen worden, 2 war vorher der Wert von klein q, jetzt steht hier 3 und jetzt haben wir die Länge erreicht, die Länge von groß T. Haben also ein Vorkommen gefunden, nämlich aktuelle Position um 2 Zähler zurück. Und speichern eben aktuelle Position 2 Zähler zurück, hier in der Ergebnismenge. Jetzt geht es wieder genauso weiter. Ein G wird gelesen, hier. Und der Wert war vorher 3 von dem kleinen q. Jetzt haben wir wieder eine 1. Stimmt auch. Wenn ein klein g gelesen wird und vorher war eine 3, dann war da vorher gag. Und jetzt klein g ist der erste neue Kandidat wieder. Und so weiter und so fort. Was passiert hier? I wird gelesen und hier brauchen wir eigentlich gar nicht in die Zeile zu schauen, weil sämtliche Einträge in der Spalte zu klein i sind 0, was ja auch vernünftig ist. Denn in dem Moment, wenn wir auf ein Zeichen stoßen,
das in dem gesuchten String Groß T überhaupt nicht drin ist, dann haben wir keine Kandidaten mehr. Die Länge des längsten Kandidaten. Der längste Kandidat ist leer, der leere Kandidat mit Nullzeichen, also ein Null, eine Null. Und genauso weiter beim N, dasselbe nochmal. Die Länge des längsten längsten Kandidaten ist Null. Der leere Kandidat mit Nullzeichen ist der einzige Kandidat. Jetzt geht es wieder weiter von 0 auf 1, weil G gelesen wurde. An dieser Stelle, in dieser Zelle, waren wir schon mal ganz am Anfang. Dasselbe wieder weiter, klein a, hier gelesen von 1 auf 2, von 1, dann wieder von 2 auf 3, weil G gelesen worden ist. Jetzt sehen Sie hier nochmal die andere Situation. Wir sind von 3. Wir waren vorher auf 3, das heißt, es stand vorher auf einem G. Jetzt ein A gelesen, das heißt, wir müssen auf 2 kommen. Und am Ende wieder auf 3, wir haben ein weiteres Vorkommen gefunden. Das ist der ganze Algorithmus, mehr macht er nicht. In jeder einzelnen Durchlauf, für jeden einzelnen Index von Groß S, wird ein Element, wird geschaut, die Zeile, was der jetzige Wert von klein q ist, die Spalte, was der neue gelesene, das neue gelesene Zeichen ist, und da steht der neue Wert von klein q drin. So, was es hier mit diesen Bildern auf sich hat, werden wir beim nächsten Mal sehen. Folgendes, bleiben Sie bitte, wenn Sie es nicht eilig haben, bleiben Sie bitte noch sitzen. Ich werde jetzt die Aufnahme und die Vorlesung schließen, aber zwei Kommilitonen haben Ihnen noch ein paar interessante Sachen zu sagen und ich möchte Sie zu kommen. Also ich möchte mich dann für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.